Irgendwelche Bescheid das nicht. Keine Tier, fix fertig. Vorwurf, vierte, gute Fahrt. Mein Name ist Herbert Bedenhammer, bin 42 Jahre alt, bin verheiratet, habe Familie, bin seit 22 Jahren auf der Straße, davon bin ich 10 Jahre im Fernverkehr West-Ost und fahre im Jahr ca. 180.000 Kilometer. EWG-Länder kann es halt passieren, dass man in irgendeiner Stadt schon ziemlich war und man kennt es noch immer nicht richtig gut, weil man eben keine Zeit hat dazu, weil das ziemlich schnell geht. Auslohnen, das Lohnen wieder zurück, die Zollformalitäten, das ist alles mehr oder weniger unbürokratisch. Darum kommt man privat eigentlich wenig dazu, dass man sich sowas anschaut. Für heute ist Schluss, 22 Uhr und aufgrund des Nachtfahrverbots bleiben wir stehen bis morgen in der Früh, machen wir unsere 8 Stunden, obwohl wir eigentlich nur 3 Stunden fahren könnten. Da haben wir nicht einmal einen Parkplatz. Es kann passieren, dass wir nicht einmal einen Parkplatz haben da. Kann man erst auf einen Parkplatz fahren, wo nichts ist. Da wird es nichts mit warmen Abendessen. Ja, so weit ist. Du Kurdel, kommt's noch, geht eh. Ja, du. Haben wir alle drei nebeneinander Platz. Wo können wir selbst reinfahren? Ja, da fahr, so wie ich gekommen bin. Ja, mein Auto hat 400 PS, 12 Gänge. Und wir fahren so rund zwischen 80 und 90 Stundenkilometer auf die Autobahnen. Da haben wir das beste Drehmoment. Da liegt er im Verbrauch ganz günstig. Brauchen tun wir so zwischen 30 und 40 Liter, je nach Tonnage und Strecken. Normalerweise so um die 36 Liter. Wenn man drüber braucht, kriegen wir schon ein bisschen Probleme in der Firma. Weil man sollte ja sparsam unterwegs sein, ne? Das kostet alles ein Geld. Da ist er natürlich auch umweltfreundlich, wenn man nicht mehr braucht. Das sind die Stauer. Ja, da geht es auf zwei Spuren zusammen.
ich glaube, die meiste Luftverschmutzung haben sie im Ruhrgebiet sowieso vom Autoverkehr. Ich weiß nicht, wie viele Millionen da beieinander wohnen. Aber auf jeden Fall ist es ziemlich dicht besiedelt da. Ne? Von öffentlichen Verkehrsmitteln halten auch die meisten Leute da nichts, weil sitzt im jedem Auto einer drinnen. Es gibt fast kein Auto, wo zwei drinnen sitzen. Ne? Und das ist überall so, ob das bei uns ist oder da ist. Wenn man rechnet, dass vier so Autos so viel Sprit brauchen wie ich und habe 25 Tonnen geladen, der sitzt allein nicht drinnen. Ne? Braucht man sich nicht wundern, wieso das überall die Staus zusammenkommen. Gerade nur zwei Stunden bis heim. Aber leider Gottes muss man da jetzt da unsere Ruhepause einhalten und morgen erst weiterfahren. So, jetzt geht es Richtung Heimat. Durch das Nachtfahrverbot halt jetzt, das Neiche in Deutschland für uns und die gesetzliche Ruhepause, was wir sowieso machen müssen, die 8 Stunden, haben wir eine zweite Nacht auch noch verbringen müssen von Antwerpen bis nach Österreich im Auto. Jetzt sind wir eigentlich nur mal um eine Nacht Familienleben gekommen. Nicht? Das ist es speziell für die Kinder ist das ganz schlecht. Wenn meine Kleine fragt schon, ob Dienstag, wann Freitag ist, weil wann der Papa endlich heimkommt. Vielleicht ändern sie das noch einmal, aber gibt es halt wenig Hoffnungen für uns. Da haben wir vielleicht noch frühester LKW gekriegt. Yeah, I'm gonna...
So, so ein Sound. Sound ist das? Dürfte Keramik sein. Warum hat das der Deutsche nicht erledigt? Ja, der hat das nicht erledigt. Weiß ich nicht. Warum nicht? So. Ja. Die Autobahn, wo wir jetzt unterwegs sind, ist bis Linz gesperrt in der Nacht. Weil es kann auch passieren, dass man um 10 Uhr auf die Nacht an die Grenze kommt und eine halbe Stunde heimhört oder eine Stunde heimhört und dann kannst du an der Grenze auch nicht mehr niederlegen. Die Westautobahn war schon wieder frei. Jetzt kommt der traurigere Teil. Der Reise, jetzt kommt das Wiedersehen und der Abschied Skyf. Es kommt halt öfters vor, dass man daheim nur vorbeifährt und sich halt die Frau irgendwo hinbestellt mit einem ganzen frischen Proviant, mit einer frischen Wisch. Aber dafür sind wir jetzt nächste Woche wieder sicher daheim. Hoffe, wenn nichts dazwischen kommt. Nein, ist vielleicht noch gar nicht da. Da ist schon wieder abgefahren, weil wir nicht dahergekommen sind. Ist eh da. Und, hast du was gekauft? Mhm. Hat sie ja mit. Servus, Preis. Das ist krank, habe ich gehört, gell? Was ist das in der Schule? Hm? So. Genug. Alles. Warte, der Schmutzwisch kriegst du auch noch. Die ist draußen. Vierte. Vierte.
natürlich viel Bürokratie überall dabei. Jetzt müssen wir bei jeder Grenzstraßensteuer zahlen, ne? Also auf der ungarischen Seite und dann herüben, die jugoslawischen Seite. Ne? Die müssen die Kilometer ausrechnen, was wir gefahren sind. Pro Kilometer zahlt man dann eine Straßensteuer. Das ist für uns Österreicher ein bisschen gewaltig, weil die anderen Länder halt bei uns auch Straßensteuer zahlen. So einen fetten Braten darf man sich nicht entgehen lassen, wie wir sind. Nur mal dann, Chef. Tachograf. Probleme. Danke, servus, Chef. Das ist das zweite Mal innerhalb von 100 Kilometern. Es geht eigentlich ziemlich rasch und schmerzlos. 150.000 mit Beleg. Gibt es zwar nicht immer. Und habt ihr alle brav angegeben? Ihr habt alle drei gezahlt. Hast du gefunden? Griechenland Richtung Türkei oder wenn von drüben kommt, ist halt die Maria. Da kannst du ordentlich duschen noch und dann gibt es halt auch Schnitzel zum Essen und da kommen eben alle zusammen und da gibt es halt Neuigkeiten und dort geht über alles Mögliche. Naja, da wird es voll, würde ich sagen. Der da drin steht.
Ich glaube, das muss irgendein Jagdtrophäe sein, was der da drinnen hängen hat. Die erste Duschgelegenheit, wenn du Sonntorfer kommst, und der letzte, wenn du da rüberfährst. Zumindest ist es kostenlos, ne? Und du? Alle drei mit mich? Ja. Jetzt kommen die ersten von der türkischen Grenze. Weil da wird in der Nacht nichts gearbeitet, wird in der Früh abgefertigt und dann bist du um 9, 10 Uhr Vormittag fertig. Stempel drauf, was in der heutigen Zeit bestimmt nicht mehr notwendig war. Das ist so ein anderes Schnellfenster war da. Das geht derartig schnell. Ja, das ist der erste türkische Kamikaze, ein Nahverkehrsbomber. Bergauf sind sie immer ein bisschen schwach, aber bergab lassen sie es rennen, da sind sie fast nicht zum Davor. Den Camp, da trifft sie ganz Europa, da gibt es alle Nationalitäten. Naja, allein sind wir nicht. Das steht fest. On my way. Beladen sind wir, ja. Und Papiere gibt's. Morgen Abend, aber nicht sicher. Und Sie haben Zeit also für morgen. Okay, also ja, Istanbul schauen.